Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier mit dem 944er Geschichten an. Aber ich versuche den erstmal ohne Tuning hier. Gucken, wie es läuft. Und notfalls muss ich halt ein bisschen Tuning betreiben, um mehr Leistung rauszuholen. Das war ja auch so ein Flop-Modell von Porsche. Etwas bekannter wie der 914er damals. 3, 2, 1, los! Na, habe ich einen beschissenen Start gehabt oder was ist da los? Schauen wir mal. Der war so, ich hätte mal gehört, dass der einen Volvo-Motor drin hat. Keine Ahnung. Ziemlich schlechten Start gehabt. Ich hoffe, dass ich das aufholen kann. Boah, Junge, Junge, Junge. Wieso haben die denn anscheinend so viel mehr Leistung als ich hier? Dass ich da nicht zurande komme. Das ist aber äußerst unschön hier. Da werde ich aber gleich dicke nachlegen müssen im Rest des Turniers. Das gefällt mir so nicht. Vorletzter hier, das kann ja nicht sein. Das kann ja ganz und gar nicht sein. Also muss man wohl auch auf einem bestimmten Punkt zumindest auf die Karren voll auftun, sonst hat man hier gar keine Chance. Ja? Na gut. Das ist etwas doof. Ich habe gar keine Chance hier. Fahr den Fall aus. Meine kranke Fahrweise hier. Und komm einfach nicht dagegen an. Na. Das ist so. Da habe ich jetzt einen ganz schönen Punkteverlust am Start. Du bist auf dem 7. Platz. No. Das ist absolut unschön. Das gefällt mir so gar nicht. Da müssen wir mal ein bisschen Hand anlegen hier. So ein Shit. Mann, 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 Mann. Ja, wenigstens sind wir schadenfrei durchgekommen. Dass uns das kein weiteres Geld gekostet hat.
So, Supercharger, Höchstleistungsauspuff, High Butterfly Ansaugsystem, Ersatz ECU. Kann sein, dass ich einen Luftfilter brauche. Super leichte Schwungscheibe gibt es bei dem nicht, nur eine leichte. Okay. Enges Übersetzungsverhältnis brauche ich. Alles Profi-Rennen und hat niemand gesehen hier. Stoßstangen-Upgrade. Ja. Nehmen wir alles mit hier. Standardteile mehr verbaut, gut. Müssen wir da erstmal alles rausholen, was dann überhaupt wirklich drin steckt hier. So. Krempel alles wieder verkaufen hier. Des Spiels hier. So. Dann wollen wir mal sehen, ob wir sie killen können hier. Aber eigentlich schon. Das dürfte jetzt ja nicht mehr so schwer sein eigentlich. Da gab es irgendwas, da gab es verschiedene Modelle mit Turbo und S und ohne S. Einer, der eigentlich besser sein sollte, der war dann schlechter gewesen, hatte ich mal rausgefunden. Also zumindest im Spiel hier dann, ne? Aber das sieht ja schon anders aus hier. Das zieht ja mal wenigstens ordentlich an hier. KI fährt also komplett Abkürzung, oder? Die erste jedenfalls hier. Okay. Das könnte ungemütlich werden hier. Komm schon. Gib Stoff, Junge. Der macht einen schönen Fahrfehler und brettert den LKW rein. Auch gut. Ist die KI hier nicht so schlau? Auf der Strecke. Aber gut. Wenn die vorigen ersteren Plätze jetzt weiter hinten landen durch sowas, dann ist das nur fair, dass ich im ersteren so weit hinten war. Ohne Tuning. Krieg ich meine. Das ist halt der Punkteausgleich dann, ne? Fürs Turnier. Was soll's. Erster Platz habe ich trotzdem nicht hier, ne? Gucken, ob ich den noch kriege. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich schon mal besser war. Und dann wieder den Eindruck eher, dass ich mich verbessert habe. Ganz witzig eigentlich.
fährt er denn jetzt hier eigentlich gerade so? Wohin kann ich denn da treten? Ja, er hat ja diese 230-Grenze irgendwie. Dann setzt er wieder ein Stück zurück, irgendwie, weil der Motor sonst überdreht oder was? Den habe ich jetzt echt nicht gekriegt, ne? Krasser Fahrer. Nicht übel. Du bist auf dem zweiten Platz. Da hinten noch. Ich bin gespannt sein, wie das weitergeht. Schäden haben wir keine, ja. Also ist sehr schön. Ein anderes Modell davon gibt es ja nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Unter den Gebrauchtwagen? Nee, auch nicht. So, Monte Carlo Kurs, ja, da hole ich mir doch sinngemäß ein paar Slicks. Ich probiere bei dem Wagen mal hier mal Getriebe für hohe Geschwindigkeit. Ob wir den auf mehr kriegen wie 230 Klamotten damit. So, ab geht die Reise. Monte Carlo Kurs 3. Wollen noch mal sehen hier. Das sieht ja schon ganz anders aus hier. Gleich erstmal auf den ersten Platz gerückt. Das geht, ja. Idee da ordentlich abzubremsen, weil sonst kommt man da nämlich ziemlich beschissen rum. Ja, hier eine berüchtigte Kurve. Ja, jetzt kriege ich die leider nicht so ganz von außen mal hin. Aber immerhin komme ich sauber durch. Ist ja auch gut. Das ist erstmal das Wichtigste. Vorne bleiben und nicht aus den Kurven rausfallen. Linksrum wäre jetzt wieder besser gewesen, ne? Ja. Naja, was soll's. Nächste Runde. Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Das ist deine letzte Runde. Jo, läuft. Läuft, läuft. Das hätte auch alles schlimmer kommen können mit dieser Kurve.
Eindruck jetzt besser. Ordentlich durchgezogen hier. Hab es gar nicht geachtet, was ich denn so treten konnte. Du bist auf dem ersten Platz. Ja. Du hast den Rundenrekord geschlagen. Jo. Corsica. Ah, dann machen wir schön einen Reifenwechsel hier. Was kommt denn danach noch? Schwarzwald, oh ja. Das mag ich eigentlich gar nicht so. Aber gut. Was muss, das muss. Pausieren. Bis gleich. So, ich bin zurück. Weiter geht's. Oh Mann. Das ist doof, hier so einzusteigen, aber was soll's, ging jetzt nicht anders. Ich ziehe sie ja trotzdem ab. Ah ja. Irgendwie macht die Karte da unten links ein bisschen Bug, oder? Das werde ich mir nochmal anschauen. Lässt sich halt ein bisschen doof aufnehmen, weil es nur ein 3DFX aufnehmbar ist. Direkt 3DN32-Bit habe ich mittlerweile irgendwann auch mal hinbekommen, aber das geht nur ohne DG-Voodoo lustigerweise, weil das dann rumstattert. Naja. Fahren wir mal durch unseren Schokotunnel hier. Durchgeballert hier. Was man Ballern nennen kann mit dem Wagen. Du bist auf dem ersten Platz. Oh, wunderbar. Du hast den Streckenrekord geschlagen. Yeah. Was auch sonst. Der Schwarzwald, ja, quälen wir uns da auch noch durch. Ich mag die Strecke nicht so gerne.
Nicht so wirklich. Drei, zwei, eins, los! Jetzt mal hier mal durch. Sag ja, ich mag die Strecke nicht so. Wäre mit Sicherheit schöner gegangen, aber naja, was soll's. Irgendwie übersteht man das schon hier. Kürzung hier trifft sich in diese Richtung auf dieser Strecke eigentlich ganz gut immer. Geht mir der Arsch hier. Haben wir es hoffentlich gleich geschafft. Geht aber eigentlich sehr recht souverän hier das Ganze. Könnte es ansonsten schlimmer kommen. So. Ab dafür. Geschafft hier die Nummer. Mehr. Du bist auf dem ersten Platz. Du bist Zweiter im Turnier. Oh, jetzt kannst shit. Du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Sind halt mal eben locker so 10.000, die ich da jetzt weniger verdient habe dadurch mit dem ersten Rennen, dass das so kacke lief. Ungetuned.